Willkommen zu einer neuen Pescado TV Folge. Ich beginne wie immer mit den News. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, ist heute der erste Advent. Ich hoffe natürlich, dass ihr deswegen jetzt auch schön in Weihnachtsstimmung seid und Theresa wird euch nachher nochmal was zur Adventszeit sagen. Am Dienstag ist der Anmeldeschluss für die ersten Klassen. Also wenn ihr Verwandte oder Freunde habt in der Familie, wo die kleinen Kinder auf diese Schule gehen sollen oder gerne würden, dann erinnert nochmal deren Eltern. Und am Mittwoch ist die zweite Fachkonferenz in Englisch. Wie ihr wahrscheinlich wisst, ist heute der erste Advent. Und das bedeutet natürlich, dass ihr heute auch die erste Kerze an eurem Adventskranz anzünden könnt. Aber für die Christen hat der Advent auch noch eine andere Bedeutung. Denn Advent bedeutet auf Deutsch nämlich Ankunft. Und die Adventszeit ist also die Ankunftszeit von Jesus Christus. Genau, und der Song der Woche ist diesmal Karl der Käfer. Das Lied wurde von Gänsehaut gesungen oder von der Band Gänsehaut. Wir haben uns für diesen Song entschieden, weil wir seit Wochen oder seit einer Woche den Ohrwurm von diesem Lied haben. Grüße gehen raus an unsere Klasse. Wegen ihr haben wir den Ohrwurm. Im zweiten Teil seht ihr nochmal den dritten Tag von unserem Aufenthalt bei unserer Partnerschule in Robona. Und das hat natürlich unser Team wieder für euch gefilmt. Hi und liebe Grüße aus Uganda. Wir sind heute mit einem traditionellen Frühstück in den Tag gestartet, haben dann einen Stuhlkreis mit unseren Partnerschülern gebildet, dann noch einige Fragen zum Thema TASCA, Finanzierung, Marketing aufkamen. Des Weiteren haben wir noch den Menüplan fürs TASCA aufgestellt, zusammen mit den Schülern. Dort werden wir ungefähr Bananen, Stifte, eigentlich alles verkaufen, was so im Interesse der Schüler liegt, was sie sich auch preislich so vorstellen können. Und genau. Ja, nach diesem Sitzkreis, wo wir nochmal über die Dinge, über das TASCA gesprochen haben, haben wir, um die Stimmung nochmal mehr anzuheben, traditionelle Spiele gespielt. Wir haben zwei Spiele von Deutschland, zwei Spiele aus Deutschland und zwei Spiele aus Uganda. Ja, das war sehr erfahrungsreich und lustig, weil Stuhltanz zum Beispiel war sehr lustig, weil die es nicht kannten. Und ja, nach den Spielen oder während den Spielen sind unsere Lehrer zu einem Mann gefahren, bei dem sie vor 5 Jahren waren und ihm ein Haus aus Lehm gebaut haben, um zu gucken, wie es ihm geht. Und ja. Genau, und im Anschluss haben wir eine ehemalige Austauschschülerin, Sophia, zu ihrer medizinischen Ausbildung gefahren, um uns mal anzusehen, was sie nun in ihrem Leben macht. Sie ist jetzt Sprecherin der Schüler für die Schule. Und genau, es ist wirklich schön zu sehen, was sie so erreicht hat. Und genau. Ja, das war's dann auch und wir sehen uns morgen. Tschüss!
das war's mit der heutigen Cascade TV-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.